Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Thermodynamik. Heute befassen wir uns damit, wie die Siedediagramme von realen Systemen aussehen. Und das ist nämlich genau das, was Sie in der Chemie, in der Synthesechemie nachher eigentlich benötigen, wenn Sie Stoffe voneinander trennen wollen. Es gibt Systeme, die nahezu ideal sind, aber in der Regel gibt es Wechselwirkungen zwischen zwei Substanzen, die miteinander gemischt sind. Diese Wechselwirkungen können so sein, dass sich zum Beispiel van der Waals-Wechselwirkungen ausbilden, Wasserstoffbrücken sich ausbilden oder Substanzen mögen sich auch nicht so besonders gerne und es gibt repulsive Wechselwirkungen. Und je nachdem sieht das Siedediagramm für diese Mischungen sehr unterschiedlich aus. Und hier sehen Sie den Dampfdruck einer Lösung, eines Gemisches, in Abhängigkeit des Molenbruches dieser Mischung. Und Sie sehen, für ein ideales System haben wir ja einen linearen Zusammenhang des Dampfdruckes mit Zunahme des Molenbruches, bis wir den Dampfdruck der Reinlösung erhalten. Und der Gesamtdruck war ja nichts anderes als die Verbindungslinie zwischen dem Dampfdruck beider Substanzen. In realen Systemen weicht jetzt aber sowohl der Partialdruck von diesem idealen Verhalten ab, als auch der Gesamtdruck überhalb dieser Lösung. In unserem Beispiel, was ich hier zeige, sind die Abweichungen nach unten. Das heißt, der Dampfdruck wird niedriger. In anderen Worten, wir haben hier Wechselwirkungen zwischen den Teilchen, die bewirken, dass der Dampfdruck kleiner wird. Das heißt, wir haben eine sehr starke Wechselwirkung zwischen den Teilchen, die attraktiv ist. Dies kann sehr stark variieren und man weiß eigentlich nicht immer unbedingt im Voraus, wie diese Kurven verlaufen. Aber man kann bei sehr kleinen und bei sehr großen Molenbrüchen die Kurven annähern. Bei großen Molenbrüchen nähern sich die Partialdrücke an die Partialdrücke an, die man für ein ideales System erhalten würde, also an diese Grade. Wenn wir sehr kleine Molenbrüche haben, dann skaliert das Ganze auch linear, allerdings nicht so, wie das im idealen Fall der Fall wäre. Aber diese Annäherung an eine gerade Kurve können wir mit einer Steigung beschreiben, die wir Henry-Koeffizient nennen. Und das nimmt man zum Beispiel sehr gerne, wenn Sie Gase in einer Flüssigkeit lösen. Also zum Beispiel, wenn Sie CO2 im Ozean lösen oder den Sauerstoff im Ozean. Und das kann man eben mit diesen Henry-Konstanten sehr gut darstellen. Wir haben hier den Dampfdruck als Funktion des Molenbruchs, aber praktischer ist ja, die Siedetemperatur als Funktion des Molenbruches darzustellen. Und hier ist das Verhalten genau umgedreht. Also wenn wir niedrigere Dampfdrücke haben, dann ist der Siedepunkt höher. Also es sieht genau andersherum aus, bezogen auf das ideale Verhalten. Wenn wir nicht nur den Molenbruch der Flüssigkeit berücksichtigen, sondern auch den Molenbruch der Gasphase, dann haben wir hier wieder sozusagen Kurven, die sehr unterschiedlich aussehen können, je nachdem, wie die Wechselwirkungen sind. Es gibt Fälle, in denen die Kurven, die Zusammensetzung der Gasphase und die Zusammensetzung der flüssigen Phase beschreiben, an einem Punkt zusammenfallen, und das ist der sogenannte azeotrope Punkt. Hier ist die Zusammensetzung der Gasphase und der flüssigen Phase gleich. Wenn Sie also ein Trennproblem haben in der Chemie und wollen zwei Substanzen voneinander trennen, die einen azeotropen Punkt aufweisen, dann können Sie im Prinzip nur bis zu diesem azeotropen Punkt destillieren und am azeotropen Punkt gehen dann beide Substanzen mit der gleichen Zusammensetzung 1:1 in die Gasphase. Und damit können Sie diese Trennung nicht weiter fortführen. Man kann das Ganze austricksen, indem man zum Beispiel bei anderen Außendrücken arbeitet, zum Beispiel indem man die Drücke erniedrigt. Oder Sie verwenden sogenannte Schlepper, also eine dritte Komponente, die das System nochmal verändert und die Wechselwirkungen verändert. Auch dann können Sie diesen azeotropen Punkt verschieben, aber sonst haben Sie keine Chancen, die Substanzen voneinander zu trennen.
Wenn Sie jetzt zwei Substanzen voneinander trennen wollen, dann können Sie ausgehen von der Zusammensetzung in der Lösung. Sie erhöhen die Temperatur und dann können Sie im Prinzip schrittweise bis zu der Zusammensetzung des Reinstoffes kommen, eventuell bis zur Zusammensetzung des azeotropen Punktes. Und das ist die Anzahl der Male, die Sie brauchen, um eine Substanz immer wieder in die Gasphase zu überführen, zu kondensieren, in die Gasphase zu überführen, kondensieren, bis Sie dann die Substanz angereichert haben. In der Praxis haben Sie dafür sogenannte Kolonnen, die unterschiedlich lang sind. Und je enger die Siedepunkte von zwei Substanzen beieinander liegen, desto länger werden die Kolonnen, weil sie dort mehr und mehr Schritte brauchen, um sie dann wirklich gut voneinander trennen zu können. So, jetzt haben Sie ein bisschen über Destillation gelernt und auch über die Probleme, die bei der Destillation auftreten können, insbesondere wenn es einen azeotropen Punkt gibt.